Hey, höhere Flottenmoral. Ist es nicht geil? Ja, das Zivilbereich kann mich mal. So. Bin aber noch nicht am Zugmüll. Immer noch nicht. Wie sieht es so aus? Na, das sieht doch schon mal noch was aus. Pam. Danke, dass ihr da wieder eure Truppen alle vorbeileitet und mir meine Kuchen durchjagt. Immer wieder eine schöne Sache. Sieht das überhaupt so aus? Ja, fast. Alles gar nicht mal so geil. Also, es hat schon seinen Vorteil, dass Russland mich umrundet hat, ne? Wenigstens die Dings. Die Institutionen, die wir wieder tragen. Wie kosten das? Auf 2400. Ja, komm. Gut, Geld sparen. Einen riesigen Risk. Das hatte ich vorhin auch schon mal. Ich habe schon wieder vergessen, wo das war. Ich weiß nicht, ob meine das ist. Die sind auch alle so komisch. Ach, danke. Bin ja gar nicht so weit weg. Kümmere mich nicht. Brauche ich das aktuell? Dann soll ich vielleicht mal hier so ein bisschen was durchjagen. Innovativ Ideen ist jetzt ein bisschen spät, glaube ich. Militärisch darf ich auf jeden Fall nicht zurückfallen. Nicht jetzt, wo Russland irgendwie so. Ja. Dabei ist mich so leicht minimal zu bedrohen. Keine Ahnung, wie ich das aufhalten soll. Das ist noch meins. Ich hätte gern, was hätte ich denn gerne? Kisho? Ja. Gefällt mir sehr gut. Schwierig. Ich glaube, es wird hier keinen Krieg geben. Hm. Glaube nicht. Das ist gerade wieder ungünstig. Egal, ich muss jetzt eh erstmal. Meine Rebellen sind nicht fast losgeworden. Sehr gut. Hier habe ich noch. Ah ne, Moment, ich habe ja. Deswegen kann ich hier über das Maximum gehen. Gut, bis zum Ende des Spiels habe ich diese Beschränkung wieder. Jetzt nimmt das Recht halt wieder. Hey, jetzt haben wir das wieder. Geil. Oh, das Mal streichert gerade irgendwas erobert. Oh, ja, doch. Nehmen nicht an, die haben jetzt natürlich ihren Waffenstillstand. Ne? Ja. Fiegt nicht. Kann man jetzt gerade nichts machen. Ja. Russland hasst mich doch sowieso. Ich könnte Polen-Litauen angreifen. Nein. Nein, kann ich nicht. Nee, definitiv kann ich das nicht. Aber ich könnte hier mal waffentechnisch
an vorderster Front bleiben. Briten, Steppenplünderer, Steppenkavallerie. So. Gut, neueste Männer. Mache ich das noch? Ah ja, das nehmen wir mit noch, komm. Grundsuffizienz, Schmelzöfen mehr. Und dann muss ich mal hier so ein bisschen durchgehen. Ah gut, militärisch kann ich mir das jetzt ja mal leisten, endlich. Oh, plus 10, ich mache mal endlich Punkte und ich bin technologisch so... Ja, jetzt nicht mehr so weit. Also es ist nicht mehr ganz komplett alles scheiße. Nur so ein bisschen alle. Es ist Fastenzeit. Okay. Lass uns fasten. Bier kann man ja trinken. Oder so ähnlich. Bam. Bier. Es kommen wieder irgendwie so unbekannte Länder, die mich... So, ich hätte gerne Kursk. Als Deutscher würde ich gerne Kursk einnehmen. Ne? Ah, die da unten. Die, wo kein Bündnis mit mir wollten. Ich erinnere mich. Bengalen sind gar nicht mehr so toll. Ich habe immer noch das Osmanische Reich. Alles ist gut. Beziehungen besser sind, ja. Ich habe keine Diplomaten. Ich habe noch zwei Untergebenen, die... Naja. naja. existieren. Yay. Richtig viel. So, was machen wir? Versorgungslimit oder Qualität? Oh, ich brauche Kavallerie. Ich brauche definitiv Kavallerie. Kavallerie. Das brauche ich. Unterhalt 72, Unterhalt 6. Ich würde gern weitermachen, aber... 70 ist schon wieder so teuer. Na, die mögen mich auch so langsam. Warum heute so viel Korruption? Unausgeglichene Forschung, bitte was? Was soll ich denn machen? Mal irgendwas gegen die Korruption, ja. So, seid ihr immer noch mit? Natürlich. Dieses Bündnis wird nie enden. Ich könnte mit den Osmanen zusammen... Das Problem ist halt, dass mein Land zwischen den Russen und den Osmanen liegt. Das will mir halt gar nicht munden. Warum haben die so viele Verbündete? Oh, hier. Das ist wie 4%. Braucht das wirklich 300? Hm. Versorgungslimit national. Armeetradition wollen wir haben, ne? Moral, Effizienz, ja. Ja, definitiv möchte ich mal die Tradition haben. Bei Einheitenlimit Armee auch schon. Nee, mach das nochmal plus. Auch das möchten wir nach oben treiben. So. Und jetzt brauche ich Geld in großen Mengen. 2, 3. Ja, wobei. Ein Befehlshaber von mir ist gestorben. Ich brauche nur das Beste gerade. Das Beste ist gerade gut genug. Es ist gerade mal wieder schwierig, irgendwo hin zu expandieren. Mit wem ist denn Moldawien, Georgien, Korea? So bist du jetzt auch noch mit Korea verbündet. Alter.
Wenn Polen Litauen nicht wären, würde ich sagen, kann man machen, wenn die Osmanen bereit sind, aber Schweden hat gerade gar keinen Bock, aber alle anderen haben richtig Bock. Das nicht irgendwie. Können sie, glaube ich, nicht integrieren. Verdammt, ich hätte doch vorhin, als ich die Linie, als ich es bezwungen hätte, schon darauf achten müssen, aber nee. Hätte ich das Gebiet gleich mitgenommen. Ich brauche nur noch dieses eine Kackgebiet. Aber ich brauche auch hier noch ein Kackgebiet. Ach, das. Oh, Moment, ich habe das noch gar nicht abgeschlossen, die Vorlegung. Mir fehlt noch Kasan. So müsste ich erst Russland in die Knie zwingen. Okay, ja. Denken und so ist jetzt nicht so mein Ding. Kann ich überhaupt irgendwo Schiffe bauen? Ja, ich kann da Schiffe bauen. Lass uns eine Flotte aufbauen, kostet ja nichts. Jetzt alles so unbedeutende Dinge. Kein Kriegsgrund. Hast du da nicht mal irgendwie so Ansprüche drauf, hier so zurückerobern? Oder brauche ich dafür ein DLC, damit das funktioniert? Können das integrieren? Ich wollte das so ein bisschen behalten. Das hat noch so ein paar tausend. Oh, fuck. Wann könnte ich. Ja, wahrscheinlich gar nichts mehr einnehmen. Ja, hätte ich früher machen müssen. Das könnte jetzt interessant werden mit. Wenn Russland. Vielleicht habe ich ja Glück und. Was sieht's denn hier aus? Polen, Litauen hat da noch so richtig Bock, ne? Greift Dänemark an. Ja, warum sollte ich das tun? Das wäre so richtig dämlich, aber hey. Lass uns das einfach mal tun. Ne? Dänemark könnte mal. Hat Dänemark gewonnen? Eher zu sagen, es ist alles so viel. Bist du immer noch verbündet mit Russland? Ja. Das ist alles jetzt schwierig. Ist mit Spanien im Krieg? Kannst du nicht Spanien? Nee, das geht glaube ich nicht. Okay, hier haben wir jetzt gerade einen größeren Krieg. Geh mal kurz gucken. Aufnahme läuft noch, wie es aussieht. Die sind mit England verbündet, oder? Nein. Die sind mit Norwegen verbündet. Also sie sind viel zu weit weg, als dass ich davon irgendwas hätte. Ich kann ja nicht mal einen Kriegsgrund angeben. Kein Kriegsgrund ist immer gleich kein Angriff, weil. Todd Kara. Da war ich doch vorhin erst an. Bei Baku. Oh Gott. Na, da. So, das andere. Wo ist mein anderer Stack? Da oben. Der ist auch wieder verschwunden. Nur ein Tortkader. War das nicht auch irgendwo hier?
Wir sollten ja mit England verbündet sein. Sie ist nicht mehr Pommern. Russland fängt jetzt auch an, hier einen größeren Krieg zu führen. Polen, Litauen. Oh, das könnte jetzt langsam interessant werden. Na, Spanien hat immer noch. Aber es ist mal ein Reich, ne? Ein Waffenstillstand. Muss das denn sein mit dem Waffenstillstand? Kann der nicht mal enden? Wie lange hält denn der noch? Oh Gott. 98. Die kann ich nicht angreifen. Georgien. Nein. Kein Bock. Kämpfen in einem anderen. Kämpfen schon wieder in einem Krieg. Hä? Hey. Du kämpfst nicht in einem Krieg. Was zur. Hä? Makas. Was zur. Hä? Was zur. Wieso zur Hölle kämpfst du gegen so ein Kackland da unten? Da fuck. Norwegen. Diese Wappen? Nee. Norwegen hat rotes Wappen. Oder meinst du das Wappen? Das ist meins. Jetzt kennen wir irgendeinen so Kackkrieg da unten. Was soll denn der Blödsinn? Was ist das da unten überhaupt? Wieso hat das Osmanische Reich da jetzt irgend so eine Insel? Ah, was war hier nie? Ist weit weg. Die sind nach wie vor nicht nach einem Bündnis. Ich könnte die Beziehung nochmal verbessern vielleicht. Ja. So, Russland gewinnt? Vielleicht, wahrscheinlich. Wird schwierig jetzt langsam mit Russland. Was ist denn noch weiß? Chagatai ist irgendwie so weißlich. Weiß nicht so wirklich. Nee, das ist nicht weiß. Timurinenreich kämpfen wir im Megakrieg. Also wenn die zwei noch raus wären, nur Polen, Litauen drin. Schwierig. Ist wieder alles sehr, sehr schwierig. Hier erstmal so. Pferde. Ich habe viele Pferde, lassen sie uns stärken. Technologisch immer noch hinterher. Unausgeglichene Forschung, ja, leck mich. Krutenreserve brauche ich nicht. Ich brauche so Leute, die Geld bringen oder Geld sparen. Die anderen kann ich mir nicht leisten. Ups. Ich will fingieren, wir sind. Wie sieht es da aus? 2193. Also langsam wird's doch. Ich brauche noch mehr Geld, bitte. Ob das 14%. Geil. Gut, dann warten wir jetzt mal wieder. Bis sich eine neue Gelegenheit ergibt.